Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Und nachdem wir die Sniper überstanden haben, schauen wir mal mit Barney zusammen, wie es hier weitergeht. Gell, Barney? Komm, lass uns gehen. Ah, Explosivfässer, ein Hinterhof. Zum Glück liegt hier nirgends Stroh rum. Selbstschussanlagen. Ich lade nochmal. Das war jetzt, ich bin in der Walachei hängen geblieben und ja, super Speicherort. Let me get this gate. My civil protection status still gives me limited clearance. Did you hear Patches now? That damn thing haunts me. So. Watch the head humpers, Gordon. Die zwei meinst du? Hat wieder eine Nachricht, die hören wir uns an, sobald wir nah genug dran sind. So. Das wollte ich nicht. There's an old building up ahead, a bank or a museum or something like that. Whatever the hell it used to be, that's the nexus for Overwatch in City 17. It's the main source of pain for this part of town, thanks to a huge suppression device. It's raining down hell from the roof of that place. Und dann müssen wir dieses Suppression Device halt platt machen. Ah, okay, hier sieht man es, das Museum mit dem Device. Sag ich doch, dann müssen wir das abschalten. Ja, lass uns gehen. Barney, mach mal die Tür auf. So, damit wissen die, dass wir da sind. Ja, das ist ein ziemlicher Bums, dieser Unterdrücker. Okay. Das hat ziemlich geknallt. Ich glaube, ich werde jetzt nicht die Nachricht von ihm abwarten. Er möchte, dass ich aufgebe, was ich natürlich nicht so tue. Ah ja, genau. Da müssen wir rein. Der Mörser hier nicht trifft. So. Und dann hier in das andere Gebäude. Take this medkit. Dankeschön. Leider konnten wir ihn nicht befreien. Für ihn war das das Ende. So fantastisch finde ich das jetzt nicht, dass wir den nicht befreien konnten, aber gut.
Ja, einmal die Munition entdecken. Auf die Metalltür schießen. So, er redet mit mir. Okay, aber niemand ist nicht so rein können. So, ist hier hinten ein Eingang? Nein. Ich versuche noch rauszufinden, wie wir hier jetzt nicht durch. Irgendwo hier muss ja eine Art Eingang sein. Wieder mal der falsche Gedanke. Das Stromkabel direkt hinter das Kraftfeld gesetzt, sodass ich es einfach rausziehen kann. In Nova Prospect hatten sie es anders gemacht. Da haben sie ja, dann musste ich ja teilweise Granaten werfen und so. Okay, diese blauen Linien verheißen nichts Gutes. Und auch, dass ich hier einen Schuss gleich von Granaten kriege. Sagt mir, dass ich die einsetzen muss. Okay. Ah ja, ich erinnere mich. Ich zeige euch einmal, was hier passiert. Ich laufe hier rein. Ich kann auch gar nicht anders, als hier reinzulaufen. Ah ja. Hey, you've got the HEV suit. You deal with them. Then I'll work the security console. Okay, also was ich tun muss, ich muss die Turret aktivieren und dann eine Granate reinwerfen. In der Hoffnung, in die. Roll a grenade in there if you've got one. That ought to genau. In die Turret die Granate reinwerfen. Das ist der Trick. Hier sieht man noch immer den Bereich, den sie abdeckt, den sie sehen kann quasi. Nein. Ich bin absolut nicht gut im Granate werfen. Schon wieder. Jawohl. Die ist weg. So. Und das müssen wir noch ein paar Mal machen. Tatsächlich. So. Sorry, Doc. Ich wollte eigentlich eher in Deckung gehen. Ja, ich weiß. Einzeln, ja. Okay, also hier wieder. Gerade wo ich die Waffe gewechselt hatte. Ich lasse die das mal erledigen, so dass ich mich jetzt um diese Turret kümmern kann. Nein. Auf jeden Fall. Man glaubt es nicht, ich und Granaten. Das sind echt keine Freunde.
Super, das hätten wir geschafft. So, und dann einmal die Treppe hoch. Und weiter geht's mit den Turrets. Hey, let us out of here! Dr. Freeman, I'm coming with you. Das ist schön. Fantastic. Let me get out of your way. Im ersten Teil konnte man denen noch sagen, sie sollen stehen bleiben. Weil jetzt stellen die sich hier so in die Tür und ich kann, okay, ich kann auch die Tür bauen. Jetzt stellen die sich natürlich total mir in den Weg, dass ich nicht mehr... Natürlich werfe ich die Granate genau dann, wenn sich das Ding abschaltet. Leute, ich muss hier auch irgendwann nochmal durch. Nein. Das war der falsche Knopf. Aufladen, wo wir es gerade können. Und dann sieht man schon, hier bei dem Generator ist gar kein Schutzschild mehr. So. That's where we are headed, genau. So, meine letzte Granate. Das war kein Treffer. Meine letzte Granate, wieder. Daneben. Drin. Sehr schön. So. War natürlich ein Bonus, ist ja klar. Diese Seite. Wo wollen wir eigentlich hin? Zumindest hier. Okay, der hier ist hier oben. Das heißt, hier können wir nicht. Müssen wir jetzt runter. So. So, Freunde. Jetzt haben wir hier die zwei, die uns im Weg sind. Da wollen wir hin. So unten drunter durch in die Mitte. Ja. Aha. Nein. Das ist wohl eher, dass man wieder hier rauf kann, wenn man da runtergefallen ist. Okay. Kann ich da so durch? Ja. Meine Lebensenergie aufsammeln. Speichern und boom. Sicherheitssystem ausschalten. So. Damit werden wir hier angekommen. Natürlich wird jetzt hier alles in die Luft gejagt. Aber hier ist der nächste Generator. Auch hier.
zerstören können. Sehr fein. War ja klar. Da hinten wollen wir hin. Bumsschmerz als Schüttern. Durch das helle Glas konnte ich gar nicht sehen, ob der noch lebt oder nicht. Okay, hier können wir nicht durch. Das ist nicht die Plattform, wo die Combine durch können. Also müssen wir hier zurück. Das war die Stelle. Hier kamen wir an. Ging es dann auch nicht weiter. Also wir wollen wieder zurück zum Anfang. Oder? Ich guck nochmal. Hier muss ich jetzt irgendeinen Weg aufgetan haben, den es vorher nicht gab. Ah ja, hier lang. Okay. Da sind ja auch die eben gewesen, da kommen die auch her. So, und jetzt hier hoch. So einfach kriegen wir es nicht in den Raum eingeschlossen. So einfach kriegt man uns nicht. Wir sind jetzt hier drin. Und ich weiß ja, dass nur das immer ganz gut mehr kommen. Von daher kann ich jetzt hier einfach. Beziehungsweise jetzt. Das ist eine sehr gute Idee. Guck mal, Leute, hier ist eine Mine und da ist eine Mine und ja, das war's. So, Leute, dann kommt mal rein. I dare you. Darf also nicht sterben. Doof. Ich weiß als Fakt, dass diese Stelle unumgänglich ist. Aufgehalten. Gordon, help! Geh doch einfach aus dem Schussfeld, mein Freund. Geh da weg. Mach ich doch. Ist da doch. Set some traps for them, Gordon. Mach ich. Du bist doch schon angesetzt.
So, bleib einfach aus dem Weg. So, probieren wir mal diese Alternativwaffe aus. Das lief doch ganz gut. So, Granaten habe ich, glaube ich, keine mehr. Doch, ich habe wieder neue gekriegt. Sehr schön. Dann kann ich hier die Geschütztürme platt machen. Einmal speichern und dann ist es wieder Granaten fernwerfen. Wir fangen mit dem hier an. Das scheint ein Treffer gewesen zu sein. Ja. Und noch einer. Okay. Fein. So gefällt mir das. Ein Plan, der funktioniert. So. That's it. They're all down. That'll shut down the suppressor on the roof as well. Ah, wie praktisch. Let's head for the roof now, Gordon. Aufs Dach. Müssen bestimmt irgendwie hier lang oder so. Würde mich nicht wundern. Nee, das ist eine Sackgasse. Wie geht's denn zum Dach? Hier runter. Ja, lass mich erst noch heilen. So. Sehr ungeduldig, unser Freund. Dr. Freeman, wait. I'm gonna stay here. We'll come with you. Keep these gates open long enough to make a difference. Go on up and connect the sky bridge. We need to let reinforcements come through from every possible direction. Okay, also die Brücke. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. See you when I see you, Gordon. Raketenwerfermunition klingt nach einem Kampf, wo man die braucht. Ach, du stehst wieder im Weg. Steht total im Weg. Ich will die Treppe hoch. Hallo. Treppe hoch. Da geht's lang. Take this Medkit. Deswegen. Die Treppen sind zu eng für die ganze Squad-Geschichte hier. Man ist die ganze Zeit nur den Squads, die einem eigentlich helfen sollen, im Ausweichen.
Musik. Ah, dafür ist er da gewesen. Okay. Wo bist du? Oh, wo bist du? Dieses laufende Viech kann man scheinbar nicht klein kriegen. Das war wahrscheinlich der Suppressor, der Mörser, den die da von oben abgeschossen haben. Okay. Dann wollen wir die Brücke aktivieren. Und da zeigte sich wieder meine Subnautica-Gewöhnung. Ich würde das wieder hinten aus der Sicht aktivieren. Jetzt hier runter. So, aber bevor es weitergeht, würde ich auch sagen, kommt erstmal hier alle nach. Na, kommt nur auch Nummer 4 und 5. Ah, naja. Ich würde sagen, ich mache Schluss für heute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, Mia.